Ich hab eine Idee. Nee, das hat gar nichts gebracht. Verstehe ich im Moment noch nicht so ganz. Okay. Yeah, jetzt ist Lara plötzlich Lara, die Königin der Welt. Lara, kletter rüber. Na los. Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! So, entkommen Sie aus dem Lager. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich finde es hier nicht so gemütlich. Hi. Oh, das brennt wieder alles. Da lang. Ich weiß jetzt nicht, ob man das diesen Trick mit dem schneller Klettern auch seitlich machen kann. Ich verzichte einfach mal drauf. Das hättest du ihnen vielleicht eben sagen sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! No. Sind hier noch mehr Ungläubige? Slow-mo. Shit, wieder falsche Taste gedrückt. Ich musste F drücken statt E. Jetzt, Mann. Bitte sag, dass ich das jetzt nicht nochmal machen muss. Nee. Bin zu alt für sowas. Wir werden beschossen. Warte! Die Stürme! Es ist zu gefährlich! Und raus da. Wow, schneller, Lara, schneller. Und da stürzt er schon ab, oder? Kletter, kletter hoch, itzy bitsy Spider. So. Schneller. Voila, wo springt die Alte denn hin? Das ist ja... Ich wollte nach oben, nicht zur Seite. Ah, Mann.
schneller. Okay. Es ist unglaublich. Die Steuerung ist teilweise so doof. Nein, ich sehe die Schuld gerade nicht bei mir. So. Schneller, schneller. Ra! Ra! Wo bist du? Ich bin hier. Na los, spring! Schaff's mal! Na, das kann. Das schaffst du jetzt auch noch. Lara, nimm meine Hand! Ja, sie hat sie doch schon. Offensichtlich. Was ist gerade mit der Musik los? Scheiße, sie sind verrückt! Dürf, 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 dürf. Ach nee, das ist der Hubschrauber. Ich dachte, die Musik würde hängen. Du hast wieder ein verletztes Bein. Das hatten wir doch schon mal. Lara. Lara. Na komm, Lara. Na komm schon, los! Da bist du. Da bist du. Na komm. Los, Lara. Da sind sie. Wie auch immer die es so leicht darunter geschafft haben. No. War auch mal ein Abenteurer, aber dann bekam ich eine Axt in den Rücken. Der große Mentor, er ist tot. Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Croft. Krass. Das war jetzt wirklich ein bisschen traurig. Nein. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar, hast
du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Für sie ist das jetzt natürlich hart, weil es der Vater ihres Kindes ist. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also, Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihn. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Ja. Das war jetzt gerade wieder mal sehr inhaltsgefüllt. Du weißt, wo wir sind. Sie glauben ihr halt nicht. Wann du willst. Ohne dich gehen wir nicht. Warum auch immer. Nach dem, was alles passiert ist. Nimm die hier. Tja, ich fürchte, Lara wird niemals wieder wie damals mit zwei Pistolen rumlaufen. Das finde ich so schade. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Ach. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Alter, wie lange das jetzt gedauert hat. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Fluss. Irgendein Knopf. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. So! Jonah! Reyes! Verdammt! Alles klar! Wir haben ein Lagerfeuer. Ich hätte nee, haben wir nicht. Sollen. Naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Spiel hier speichert. Ach, da ist ein Lagerfeuer. Okay. Bring mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Hm. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. So, wir haben mal die ultimative Ausweichmanöverfähigkeit gelernt, weil ich glaube, dass da jetzt noch mehr solcher Gegner kommen. Naja, und das hier ist natürlich auch interessant. Na, verdammt, hätte ich lieber das gelernt. Hab ich irgendwie nicht gerafft. Nahkampf. Ach so, das Gewehr hat bisher, oder die Pistolen haben bisher kein Kopfschussfadenkreuz. Mhm.
Naja, aber das können wir ja dann noch machen. Es wird nicht unser letztes Level gewesen sein. Hier haben wir, glaube ich, jetzt alles freigeschaltet. Bis auf den Salvenmodus. Haben wir aber auch nicht genug Punkte. Okay. Alles klar. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dahin. Ciao.